Hallo, willkommen zu einer Folge. Dumm. Let's go. Da ist eine Tür, und zwar eine schwarze Tür. Ihr wisst, was das bedeutet, vor allem, weil da auch noch was davor liegt. Also ich glaube mal, das ist wieder so eine Falle. Wo dann so ein böser Kopf rauskommt. Ich wollte gerade schon wieder schießen, ne? Nein! Aua, ich habe weggeguckt. Was für eine Missgeburt. Ich hab doch weggeguckt gehabt. Alter, wie die mir in die Fresse gehauen hat. Meine Fresse hat die mir in die Fresse gehauen. Das ist Wasser, das ist auch Wasser. Gut, ein Basic brauche ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, will ich das probieren? Nein, ich meine nicht. Kann man die eigentlich besiegen? Nee, ne? Ich glaube, das hatte ich mal probiert gehabt. Warte mal ganz kurz. Achso, siehst du? Ich kann ja. Ah, siehst du? Kann ich. Oh, Alter. Ich kann gerade so viele Sachen mit einmal probieren. Wie wird das nachladen? Das hat keinen Sinn. Ja, ist unbesiegbar. Hat sich nichts dran geändert. Oh. Hat sich nichts dran geändert in den Jahren. Ist ja nicht gespeichert? Hat sich nichts geändert in den Jahren. Ist immer noch genauso unbesiegbar wie früher auch. Also alles ignorieren komplett.
Und da ist die nächste Tür. Ist jetzt auch eine Falle? Wäre mies, wenn das auch eine Falle wäre. Oh, Alter! What? The actually fuck? What's that? Oh, da kommt noch mehr. Ach, das ist ja so eine normale Rüstung. Die braucht keine Sau. Wobei ganz ehrlich, ich weiß nicht, weil ich meine, die hält ja auch nicht für immer. Sollten wir uns eine mitnehmen? Ich sag mal, solange wie Platz dafür da ist, ja. Gott, wie viele Viecher sind denn davon da? Das ist doch schon wieder alles Munitionsverschwendung. Vor allen Dingen, es sind halt auch immer so viele, selbst wenn wir nicht überladen wären und ordentlich Stamina hätten und die Nahkampfwaffe benutzen könnten. Bei so viel macht es einfach keinen Sinn. Es ist halt einfach eine Munitionsverschwendungsmaschine hier. Central Entrance Key needed. Da hinten hängt einer fest. Och nein, das ist so ein Viech. Huh. Zum Glück erwischt. Mann, diese Viecher sind echt kacke. Aber zum Glück nicht so schlimm wie die Frauen. Weil die Frauen kannst du halt nicht besiegen so. Wie viel haben wir jetzt eigentlich noch? 15 Patronen ist jetzt nicht mehr so viel. Muss ich zugeben. Hiervon haben wir aber auch nicht mehr so viel. Also für die große Kanone haben wir auch nicht mehr. Das ist einfach, das saugt und saugt hier alles Munition weg. Das glaubst du gar nicht. Da liegt irgendwas. Ist das eine Machete? Ach nee, sind mehrere Sachen. Brot und Salami. Ich glaube, die wollen uns auf irgendwas hinweisen, aber ich weiß nicht was. Ich meine, da hinten liegen Sachen. Wollen die uns von irgendwas fernhalten oder wollen die uns zu irgendwas hinführen? Ich bin mir nicht sicher. Da hinten geht ein Weg lang. Oder wollen wir erstmal den Weg gelangen? Achso, wenn es überhaupt ein Weg ist. Nee, ist ja kein Weg. Ha! Na gut, dann hat sich die Sache erledigt. Oh! Ja, das Spiel hat auch einen Quick-Save angelegt. Aua! Der war doch noch voll weit weg. Wieso häng ich fest? Ich finde es schade, dass die Waffe ab und zu zweimal schießt, wenn man nur einmal klickt.
Eine Nagelpistole? In dem Spiel gibt es eine fucking Nagelpistole? Und wie viele Nägel kann man damit verschießen? Ja, sag bitte, bitte nicht ein Nagel pro Kiste. Das wäre traurig. So sehe ich, wie viele wir geladen haben. Okay, also mit einer Kiste lädt man einmal nach, okay? Doch die Frage ist ja... schon ordentlich in einer Nagelkiste, Dings. Aber wieso haben wir keine Anzeige bei der Waffe? Cool. Jetzt haben wir noch mehr Sachen, die Inventarplatz verbrauchen. Ich möchte mich umbringen gehen. Das ist dezent deprimierend, Leute. Oh mein Gott, was können wir nur? Tja, das heißt also auf jeden Fall können wir ab jetzt auch Nagelkisten laden. Sammeln. Hätte ich das mal früher gewusst. Wir hätten schon 10 Nagelkisten gehabt. Die Frage ist, was ist der Hauptweg? Das hier sieht aus wie, als wenn es da noch ganz weit weiter geht. Ich gehe also erstmal vielleicht hier lang. Oh, die kann er auch halten. Der Hurensohn kann auch Nägel halten, ist ja richtig bekloppt. Gut, das heißt, wir brauchen doch unsere Axt. Hey, weg da. Dann... kommst. Ganz ehrlich, du bist ja weg. Dafür. Wo ist jetzt die Nagelpistole? Könnte ich wieder verloren. Bin ich blind oder blöd oder beides? Oh, sie passt nicht mehr ins Inventar rein. Das ist ja deprimierend. So. Ja, unser Inventar ist definitiv zu voll. Das heißt, bald werden wir hier von den ersten wegschmeißen dürfen. Aber wir haben halt so viele Pistolen-Dinger, wir haben keine Pistole. Ey, das ist doch kacke. Das ist doch richtig kacke. Ich meine, wir könnten die Welt beherrschen. Achso, halt nicht. Nein, halt. Ich erstmal hier lang. Oh, da ist noch ein Baby. Da sind ein paar Sachen. Gut. Dann also ab auf den Hauptweg. Nicht da lang. Wollte gerade schon wieder zurückgehen. Hä? Oh ja, also sehr schwach. Ist doch schon recht schwach. Ja, okay. Vor allem die Frage ist, wenn ich jetzt nachlade. Ja, er lädt gleich ein ganzes Magazin nach. Das heißt, bei der Waffe darf man die wirklich nicht einfach so nachladen. Okay, das ist ja richtig mies.
Aber gut zu wissen. Wow. Digga, wie der Bomb erstmal aufploppt. What the fuck, du? Aua! Hä? Was haben die für eine Range, sag mal? Amanacoin. Oh, was ist da was hier? Da. Na also. Macht schon echt wenig Damage. Da braucht man schon fast ein ganzes Magazin für einen von so einem Bauarbeiter. Das ist alles? Ernsthaft? Ich meine, hey, ein Stein. Wir haben endlich 20 Steine. Wow. Wie wär's mit ein bisschen Munition zum Beispiel? Ein paar Nagelkisten. Wobei, lieber nicht. So schwach wie die Dinger sind. Dann lieber ein bisschen mehr Schrotz mit Munition. Oh nein. Ha. Geschafft. Geht's da rein? Ab und zu verzieht sich immer meine Maus hier so ein bisschen. Maus wird dreckig. What the f... Ach. Boah, mein Herz! Dieses schwarze Ding hier war direkt so. Und jetzt so. Was ist das für ein Monster? Holy Wacamole. Direkt erstmal Stein werfen. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Wisst ihr, deswegen sind die Steine immer noch praktisch für uns. Weil es manchmal Sachen gibt, da brauchst du halt einfach Steine. Digga, ist ja alles so verzweigt. Was ist das? Ach, schon wieder so ein Viech. Nein! Aua! Oh Mann! Oh nee, reicht noch nicht aus. Ich brauche noch mehr Power. Ma! Lad doch schneller auf. Dieses Stamina mal. Geht doch. Müssen wir ja wohl mal wieder heilen hier. Dann nehmen wir doch einfach mal eine von unseren 39 Stimpacks. Achso, die Dinger haben wir auch noch. Na gut, die hört man lieber auf. So, jetzt haben wir Hunger. Dann essen wir mal eine von unseren 16 Salamis. Wir haben von allem so viel. So, machen wir ein bisschen Äpfel hier. Ein Stamina Boost können wir dringend gebrauchen, wobei rennen können wir eh nicht.
geht es ja auch noch weiter. Und hier ist nicht mal was. Na gut, okay, so viel geht es ja noch nicht weiter. Nee. Hier ist zu. Und hier aber zwei so Dinger. Na gut, dann. Let's go. Und let's go. Was ist noch mehr mit sie? Nö. Boah, es ist schon wieder alles so. Verschiedenste Wege. Oh, da hinten sind schon wieder solche Dinger. Ja, eine French. Haha. Was? Ah. Hm. Gehen wir jetzt mal hier lang. Hm. Wisst ihr, wir finden kaum Munition, aber überall so viele Gangster, wollte ich gerade sagen. Gegner. Wie soll man sowas irgendwie gut heißen können? Wir verschwenden ja jetzt noch Munition. Oder wollen die echt von einem verlangen, dass man sie alle mit Nahkampfwaffen besiegt? Ich würde lachen, wenn diese Gitter hier auch einfach mal einbrechen könnten, wenn man hier, weiß nicht, 10.000 oder sowas hat. Wenn man sagt, sie sind zu fett. Was mit der Pistole, Leute? Hier geht's auch schon wieder weiter. Es ist einfach too much. Wow. Ja, die können ja gar nicht raus. Aber warte, komm ich hinterher drauf, doch, zielen? Ja, gut. Digga, wo geht das hier lang? Das wird immer länger, der Weg. Ich dachte, es ist nur so ein kleiner Abzweig. Vielleicht kommt bestimmt nächstes Kapitel. Ja, er hat den Safe-Foot angelegt. Es ist das nächste Kapitel. Vielleicht erst mal eine Waffe auswählen und dann, oh. Das war die Axt. Warum ist der Kleber da oben? Warum bist du vor allem da oben? Da sind normalerweise die Eiern. Bam. Yay. Äh.
Das alles nur für ein bisschen Vitamine und verrottetes Scheiß. Wo bleibt aber wirklich gutes Stuff? Oh! Central. Ah! Okay, das heißt, das hier war tatsächlich noch der Hauptweg. Aber ich immer noch mir wünschen würde, dass wir auch ein bisschen mehr Munition finden würden. So, wenn wir wieder davon ausgehen, dass das Monster respawned sind. Zum Beispiel so ein Monster, aber. War ja wieder klar, dass. Aber. Achso, hier drauf kann er nicht laufen, ne? Kann ich den? Nee, okay, er wird trotzdem. Ich dachte, wir können das Gitter vielleicht so nah ran, dass er zwar vor uns erscheint, uns aber nicht erreichen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Gut, dann machen wir es mal andersrum. Dann machen wir es einfach mal. Hey! Geht doch! So nämlich. Die Frage ist, wie viele sind davon jetzt? Ist es wieder hier in jedem Raum einer oder was? Ich hoffe ja nicht. Was hab ich gesagt über Waffenverschwendung? Da geht sie dahin, unsere schöne Munition. Hier wird man eigentlich noch rein, ne? Ist das eine Pistole? Ist das eine verfickte Pistole, Leute? Wir sind gerettet. Aber erst in der nächsten Folge. Der perfekte Cliffhanger. Bis dann. Mhm.